Kaum zu glauben, ich habe es wieder getan. Momentan, wenn ich dieses Video hier aufnehme, bin ich beim 30. Tag vom Saftfasten. Nein, doch. Oh. Passt auch ziemlich gut, weil jetzt dann im März die Fastenzeiten, ich nenne sie mal religiösen Fastenzeiten, ja beginnen, wie zum Beispiel der Ramadan. Und da habe ich mir einfach gedacht, dann fängst halt Ende Januar damit an mit dem Fasten, weil ich da auch wieder Lust drauf hatte. Und vorneweg möchte ich einfach jetzt hier mit euch meine Erfahrungen mit euch teilen, welche ich neue Erkenntnisse da wieder gewonnen habe. Und zuallererst fange ich ja erstmal damit an, was habe ich denn alles zu mir genommen. Also ich habe also von den Säften technisch her mir Orangensäfte gemacht und einen Selleriesaft mit Apfel reingeschnitten, also so einen Sellerie-Apfelsaft. Beim Orangensaft ganz herkömmlich habe ich meine Handpresse, die auch ziemlich wunderschönen, ja, die Orangen auspresst und da einen wunderbaren Saft draus macht. Das ist eine ziemlich gute Presse, muss ich sagen. Und bei dem Selleriesaft habe ich hier meinen Angel Juicer, wirklich ein sehr guter Entsafter, der eine große Saftausbeute hat, schnell zu reinigen ist, auch ziemlich schnell und gut entsaftet, vor allem den Sellerie. Und wenn man den auch mit dem Apfel mischt, dann überläuft auch zum Beispiel nicht mehr, weil der Apfel ein bisschen weicher ist. Was ich auch dieses Mal festgestellt habe, ist, wenn man in Sellerie die Blätter oben zum Beispiel wegmacht, dann ist der Saft auch nicht ganz so bitter. Also für all die Leute, die jetzt zum Beispiel Selleriesaft mal anfangen zu trinken, dass man vielleicht da eventuell die Blätter wegmacht, das ist dann viel angenehmer auch zu trinken, weil dann die Bitterstoffe da nicht mit drin sind. Also meine Säfte habe ich dann eigentlich wie herkömmlich dann nach dem Training getrunken, ungefähr um 14 Uhr zum Beispiel den Orangensaft und dann den Selleriesaft so um circa 18 Uhr, nachdem ich mich hier so ein bisschen im Garten gekümmert habe. Zu Beginn des Fastens ist es ja auch wichtig, Entlastungstage zu haben und sagen wir mal einen fließenden Übergang zum Fasten zu haben. Und dieses Mal habe ich mich mal für Cassia Fistula auch mal wieder entschieden. Und da ist es eigentlich wie bei den anderen Malen passiert. Also viele Erfahrungsberichte auch zum Beispiel im Internet oder Freunden gesagt haben, dass man halt wenig nehmen soll, habe ich dann angefangen mal 6 Plättchen zu nehmen, was ja eigentlich auch schon viel zu viel ist. Also da bitte vorsichtig mit dem mit der Cassia Fistula, weil die halt abführend wirkt. Also da kann man auch wirklich dann stundenlang auf dem Klo sein oder regelmäßig auf dem Klo gehen. Und die tut auch Giftstoffe zum Beispiel aus dem Blut binden und dann ausscheiden oder beziehungsweise auch lösen. Das sollte man ein bisschen aufpassen. Und bei mir war halt immer das Problem, wenn ich zum Beispiel nur ein Plättchen lutsche, dass dann bei mir eigentlich fast gar nichts passiert ist. Auch bei den 6 Plättchen ist bei mir eigentlich nicht relativ viel passiert, also so ziemlich gar nichts. Und so oft musste ich gar nicht auf die Toilette, als ich das gemacht habe. Und ich habe sie am Anfang, habe ich diese 6 Plättchen auch, bevor ich sie gelutscht habe, ins Wasser eingebracht, in mein destilliertes Wasser, was ich mit meinem Dampfdestillierer selbst mache und mit einem Schungiltstein strukturiere. Findet ihr auch zum Beispiel in der Videobeschreibung den Destillierer, den ich halt habe, als kleine Inspiration. Das habe ich dann auch getrunken, da ist auch nicht ganz so viel passiert. Und erst als ich dann mal angefangen habe, zum Beispiel 10 oder 12 Plättchen zu lutschen oder mal eine halbe Cassia Fistula, also wie gesagt, da auch bitte aufpassen, hier eigene Verantwortung. Ich weise euch jetzt hier darauf hin, dass es dann doch sehr heftig sein kann, wenn ihr nicht die entsprechende Reinigung habt. Alarm! Und dann ist dann etwas Größeres halt auch rausgekommen, also da, wo der Darm dann was ausgeschieden hat. Und ich muss dann auch sagen, dass dieser Kot oder im Allgemeinen halt der ganze Saftfastenzeit, dass da mein Kot auch ziemlich übel streng gerochen hat. Also würde ich dann drauf schließen, dass das halt noch alte Kotreste waren, die damit ausgeschieden worden sind, weil die halt wirklich ziemlich stark gerochen hat, wie zum Beispiel, wenn mein Vater oder meine Mutter irgendwas ungünstig kombiniert haben und dann auf die Toilette müssen oder sagen wir mal den Sonntagsbraten, wo sie sehr viel essen und dann das da hinten rauskommt, das riecht auch so unangenehm. Genau das war das jetzt auch dieses Mal auch. Hat mich dann doch sehr gefreut, dass vielleicht auch solche Altlasten damit rausgekommen sind. What the hell are you talking about? Jetzt nochmal Werbung in eigener Sache. Schamloser Mistkerl.
Wenn ihr auch mal das Bedürfnis habt, beziehungsweise noch wenig Erfahrung mit dem Fasten habt und ihr euch noch ein bisschen unsicher seid, ich biete euch auch hier Fastenbegleitungen an. Also das heißt, ich unterstütze euch während eurem Fasten. Wie geht ihr zum Beispiel mit den verschiedenen Entgiftungserscheinungen um? Was macht ihr bei der Heilkrise? Und da begleite ich euch einfach Schritt für Schritt, damit ihr auch ein erfolgreiches Fasten hinbekommt und hier auch stetig weitere Erfahrungen sammelt. Natürlich biete ich auch weitere Coachings an für die schleimfreie Heilkost bzw. die vegane Rohkost, wenn ihr auch zum Beispiel in diese Richtung gehen wollt. Und natürlich habe ich auch hier nochmal eine 22-Tage-Challenge in den Einstieg in die schleimfreie Heilkost, wo ihr dann über 22 Tage hinweg so einen kleinen Überblick bekommt und wo ihr da auch selbstständig mitarbeiten könnt. Also, wenn ihr dabei Interesse habt, Links findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich freue mich auf eure Mail bzw. auf eure Anfragen, um euch zu unterstützen. Es ist wichtig, dass beim Fasten jeden Tag Stuhlgang vorhanden ist, damit du einfach eine gewisse Entgiftung hast über den Darm hinaus. Auch wenn du zum Beispiel nichts isst, Saftfasten machst oder Wasserfasten, der Körper wird immer irgendwas ausscheiden. Es soll dann wichtig sein, dass der Darm da offen ist, gereinigt ist, damit da hier die Gifte auch über den Darm mit rauskommen. Genauso wie Urin, dieses Mal bei mir auch manchmal ziemlich übel riechend, der Urin ziemlich streng säuerlich. Hat mich dann auch sehr gefreut, dass es dann auch nochmal ein paar mehr Altlasten darüber über den Urin mit rausgekommen sind. Vor allem, weil ich halt 20 Stunden am Tag intermittierendes Fasten mache, wodurch dann die Nieren auch ziemlich gut filtern und noch mehr Gifte über den Urin ausscheiden. Dieses Jahr habe ich auch 41 Stunden lang trocken gefastet, das heißt, ich habe weder getrunken noch gegessen. Letztes Jahr habe ich damit auch an einigen Tagen mal im Winter damit angefangen, so ungefähr 6 Wochen lang, wo ich dann immer einen Tag lang nichts gegessen und nichts getrunken habe. Das war das erste Mal, wo ich das gemacht habe. Und letztes Jahr war es dann so, dass ich dann doch einige Tage hatte, da wo es mir dann richtig schlecht ging und ich sogar auch aggressiv geworden bin. Und da denke ich mir halt manchmal, da kommt für mir so diese Rückschlüsse, obwohl ich ja Tai Chi mache und ziemlich ausgeglichen bin, halt durch diese Giftstoffe, die beim Trockenfasten immens gelöst werden und im Blutkreislauf zirkulieren, dass man halt dadurch dann aggressiv wird. Und da ist dann zum Beispiel meine These, dass wenn es diese Katastrophe mal gibt oder diesen Notfall, oder ich nenne sie mal Apokalypse, halt einfach diese Krisenzeit, wie halt viele im Internet da sagen, und dann hier alles in Chaos versinkt, die Leute sich bewaffnen und dann ausrasten. Das halt jetzt dadurch auch kommen könnte, dass die Leute deshalb aggressiv werden, wenn sie halt nichts zu essen finden und dadurch zwangsweise fasten, dass diese Gifte gelöst werden durch die falsche Lebensweise, durch die falsche Essweise, dass dann die Leute automatisch deshalb aggressiv werden, weil der Körper halt einfach entgiftet und diese Giftstoffe mit dem ganzen Fäulnis Stoffen und so, die man sich einfach zugeführt hat, mit dem Blutkreislauf kommen und deshalb die Leute aggressiv werden. Das ist zum Beispiel für mich so ein kleiner Gedanke jetzt von mir. Yeah, that's crazy. Den man auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es zum Beispiel sieht. Jedenfalls ist es halt so, dass ich jetzt bei dem Mal, wo ich trocken gefasst habe, es mir viel angenehmer und wesentlich besser gegangen bin jetzt nach diesem Jahr, aufgrund meiner Rohkost zum Beispiel. Und weil ich halt auch letztes Jahr mal wieder vermehrt Fastentage mit eingebaut habe, habe ich halt gemerkt, dass mein Körper immer weiter reinigt und ich mich auch ziemlich gut fühle. Das Einzige, was halt dann passiert ist, wo ich dann in der Früh meine 2 Stunden Tai Chi gemacht habe, dass meine Beine halt ein bisschen schwerer halt geworden sind. Das hatte ich zum Beispiel nicht. Aber sonst ging es mir eigentlich den ganzen Tag recht gut. Selbstverständlich hatte ich auch in dieser Fastenperiode Tage, wo es mir mal besser gegangen ist, wo ich sehr energiegeladen bin, und natürlich auch Tage, wo die Entgiftung ziemlich stark gewesen ist, wo es mir nicht so gut war, ging, sage ich mal, vom Energielevel her, wo ich vielleicht etwas weniger machen konnte. Und solche Tage hat man halt immer wieder, also zum Beispiel, dass man nach die ersten 3 Tage zum Beispiel, wenn man Fasten beginnt, dass die vielleicht nicht so angenehm sind, sondern am 4. fühlt man sich besser, bis zum 7. zum Beispiel, und dann der 8. Tag ist dann wieder so eine und Kurve nach unten vom Energielevel her, und am 9. geht es dann immer wieder weiter. Es hat halt immer die unterschiedlichen Entgiftungszeitpunkte vom Körper. Habe ich viel Stress? Bewege ich mich auch ausreichend und alles Mögliche? Wie kommt der Körper mit meiner Entgiftung klar? Spielt da alles mit rein? Und da ist halt zum Beispiel auch sehr interessant, dass nach der herkömmlichen Meinung ist ja so, wenn man zum Beispiel nicht trinkt oder isst, dass man immer schwächer und schwächer und schwächer wird. Aber das ist halt
habe jetzt auch die letzten Jahre bei mir beim Fasten so, dass du halt immer diese Wellenkurven hast und du halt nicht immer diesen Abstieg hast. Es kann halt sein, ich bin jetzt im 30. Tag, ich fühle mich recht gut und am 21. Tag habe ich mich nicht so gut gefühlt im Vergleich zu heute. Also das heißt, dass es halt immer, sagen wir mal, tagesabhängig ist und es ist halt nicht in der absteigenden Kurve, wie halt die meisten zum Beispiel meinen. Was halt auch sehr wichtig ist an den Tagen, wo ich mich zum Beispiel ziemlich schlapp gefühlt habe, da gab es einen, da habe ich mich gleich am Morgen nicht so super gefühlt. Was ich dann gemacht habe, ist da, wo dann sehr viel die Sonne geschienen hat im Februar, 10, 11 Grad, habe ich mich freizügig angezogen. Also kurze Hose und Muskelshirt, einfach die Sonne auf die Haut lassen, dann schön Luftbad machen und auch dann noch Krafttraining. Habe ich dann gemacht. Also ich mache jeden Tag, aber auch beim Fasten, Ausdauertraining und Krafttraining. Das gehört dann natürlich auch mit zur Entgiftung dazu. Und bei dem Training habe ich mich dann energetisiert, voller Energie gefühlt. Dann ist die Entgiftung weg gewesen. Dieses träge oder schlappe Gefühl war auf einmal weg und ich habe mich dann wirklich wunderbar gefühlt. Also das sollte man nicht unterschätzen, die verschiedenen Badevarianten, also Luftbaden, Sonnenbaden. Und natürlich habe ich auch jeden Tag die Basenbäder gemacht, zwei, drei Stunden jetzt im Winter jeden Tag, einfach auch über die Haut zu entgiften. Auch wesentlich wichtig, sollte man nicht unterschätzen. Und genau, das sind die Entgiftungsmethoden, die da ich auch mit anwende. Und zusätzlich natürlich halt auch die Meditation und das Tai Chi, einfach für die Atmung, zum Beispiel das Tai Chi. Über die Atmung wird auch so viel entgiftet und um Stresslevel runterzubekommen. Die Meditation kann ich da auch nur jedem empfehlen. Mal jeden Tag eine halbe Stunde einfach den Körper runterzubekommen und ruhig und gelassen zu sein. Dieser Punkt sollte selbstverständlich sein, nämlich ausreichend und genügend Schlaf. Da fühlt man sich einfach fit, der Körper entgiftet da, kommt auch wieder zur Ruhe. Melatonin wird zu Pinolin, ist ein sehr starkes Antioxidant, welches auch für unsere Träume mit zuständig ist. Und ja, sucht euch einfach, wenn ihr zum Beispiel fastet, einfach ausreichend Schlaf, so viel wie euer Körper benötigt. Macht ihr da nicht zu viel Stress und dann seid ihr auch viel aktiver im Tag und bei euren Tätigkeiten auch. Und das ist halt so, warum ich ja diese ganzen Entgiftungsmethoden mache oder warum ich jetzt zum Beispiel dieses Fasten mache. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, beziehungsweise meine ganze Ernährung, also die Rohkostreinigung, sage ich mal, ist einfach, dass ich mir dadurch Zeit spare. Es recht leicht ist, vor allem die Säfte oder auch dann die Früchte, wenn ich zum Beispiel esse, mein 20-Stunden-intermittierendes Fasten, um einfach mein Projekt auch irgendwie stemmen zu können, damit ich halt mehr Energie habe, weniger Zeit verliere durch Kochen, Abwaschen oder sonst irgendwas. Und ich dann einfach meine Permakultur und die YouTube-Videos hier zum Beispiel auch für euch machen kann. Also jetzt fängt der Garten langsam an, ich trage meine Jungpflanzen rein und raus zum Beispiel, tue den Boden mit aufbereiten, also da bin ich auch schon wieder ziemlich gut beschäftigt und im Frühjahr wird es ja immer mehr. Dann die YouTube-Videos zählen natürlich da auch mit dazu, das unterschätzen immer sehr viele, wie es aufwendig ist, so ein Video da hochzuladen bzw. auch zu schneiden. Und dann natürlich auch noch die Pakete verschicken für euch, die, wenn ihr bei mir zum Beispiel Pflanzen oder eingekochte Sachen oder irgendwie sowas oder Fermente bei mir bestellt, also die Produkte vom Permakulturprojekt, das spielt da alles mit rein. Also ich bin da ziemlich, ziemlich stark ausgeladen, das unterschätzen halt viele. Also ich bin in meinem Projekt schon in der Woche 60, 70 Stunden beschäftigt, im Hochsommer auf jeden Fall. Und das Fasten, das hilft mir einfach, oder beziehungsweise meine Rohkost-Lebensweise, um das halt auch irgendwie zu bewältigen. Ich habe auch schon mit vielen meinen Freunden geredet, die fragen sich auch, wie ich das eigentlich alles mache. Wie macht ihr das nur? So viel Energie dafür auch zu haben. Natürlich macht es mir jetzt auch alles Spaß. Das spielt natürlich auch da mit einer Rolle. Aber wie geht es jetzt nun weiter? Also ich werde jetzt dann die Tage, wenn meine Cherry Moyas reif werden, die auch essen und damit mein Fasten brechen. Also Cherry Moya werde ich euch dann irgendwo einblenden. Eine schöne, glattschalige, grüne, außengrüne Frucht, die innen schönes Fruchtfleisch hat. Das ist ein Zimtapfel, nennt man es zum Beispiel. Ist unglaublich süß und ein Gaumenschmaus. Wenn die reif ist, dann wird sie so schön bräunlich zum Beispiel, so dunkelbraun. Und damit werde ich zum Beispiel mein Fasten brechen, da auch wieder tut das Fastenbrechen mit entweder mit vollreifem Obst machen oder wasserhaltigen, damit die nochmal die Gifte mit ausgespült werden. Arnold Ehre zum Beispiel hat in seinem Buch beschrieben, wo dann jemand ein längeres Wasserfasten mit Kartoffeln
gebrochen hat, dann ist er an den Kartoffeln zum Beispiel erstickt, weil das menschliche Röhrensystem blockiert hat. Also versucht, bitte euren Körper nicht zu belasten nach dem Fastenbrechen. Also nicht mit Kartoffeln, mit Reis oder sonst irgendwas, sondern wasserhaltig, leicht, Früchten zum Beispiel optimal oder eingeweichte Trockenfrüchte zum Beispiel kann man auch ziemlich gut nehmen. Ich ziehe mir ja regelmäßig irgendwelche Schnittwunden zu und dieses Mal ist es halt passiert, weil ich die Cassia Fistula mit einem Nussknacker aufmache, dass ich mich dann an der Schale ziemlich stark verletzt habe, weil ich da versucht habe, die Cassia Fistula aufzubrechen. Was kannst du eigentlich? Habe dann einen Schnitt bekommen und interessant ist halt dabei, dass mein Blut ziemlich schnell gerinnt, beziehungsweise es nach einer Minute aufgehört hat zu bluten. Es hat sowieso nicht ganz so stark geblutet. Der Wunde geht halt immer wieder auf, weil es halt hier an dem Daumen ist und ich halt die Hand ziemlich oft nutze für irgendwelche Tätigkeiten. Aber sonst, die Wundheilung wird jedes Jahr immer besser und immer schneller. Das Blut, das hat eine schöne, normale, also natürliche Dickung, sage ich mal, also ist nicht zu dünn oder auch nicht zu dick und die Wundheilung ist halt ziemlich schnell, also ich kenne jetzt eigentlich gar keinen Fall, wo ich mich da ernsthaft verletzt habe, wo ich dann die Wunde nicht nach ein paar Minuten, das längste was halt war nach 5 Minuten, wo es halt ein bisschen stärker geblutet hat, aber sonst tun sich jetzt schon langsam die Wunden ziemlich schnell schließen. Und die Wundheilung ist auch extrem schnell. Also es ist wirklich sehr spannend zu sehen, wie der Körper sich durch die Ernährung einfach mal wandelt und wie schnell die Wunden sich einfach auch heilen können. Faszinierend. Erfahrung. Vielleicht ist es für den einen oder anderen wieder eine kleine Inspiration, auch wieder klein mit dem Fasten anzufangen. Muss ja jetzt nicht unbedingt 30 Tage sein, sondern ein Monat kann auch etwas kürzer sein, um einfach wieder in dieses Gefühl zu kommen. Jedenfalls, wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise auch diese Tipps dahinter, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt. Ich weiß, dass einige von euch zum Beispiel diese Glocke nicht aktiviert haben, beziehungsweise viele, die sich dieses Video anschauen, nicht abonniert haben. Also gerne mal auf den Abo-Knopf drücken, ist kostenlos. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Fastenerfahrung habt, ob ihr wieder auch wieder vorhabt zu fasten, welche Tipps oder Tricks ihr noch alles möglich habt. Gerne unten in die Kommentare schreiben. Natürlich, wenn ihr zum Beispiel Freunde, Bekannte, Familie habt, die jetzt auch mit dem Fasten anfangen wollt, teilt doch gerne dieses Video an die Menschen in eurer Nähe, auch in Social Media Plattformen und sonst weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung, damit ich halt weiterhin für euch Videos produzieren und machen kann, bin ich euch sehr dankbar. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.